Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands und ja, ihr werdet euch ein bisschen wundern wahrscheinlich, wo ich hier gerade stecke. Und zwar bin ich hier im, ja, im Hochland hier und in einer ganz anderen Ecke, wo wir aufgehört haben. Hat den Grund, ich habe mir ein Heli geschnappt und bin hier über der Map gedüst, was keine gute Idee war, weil wir müssen eigentlich hier unten hin. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt einfach mal hier versuchen, irgendwie ein Fahrzeug zu holen oder sonst irgendwas. Dann düsen wir dahin und machen dann ganz einfach hier weiter. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Stück hier. Müssen wir mal schauen. Aber dann kann ich euch gleichzeitig mal ein bisschen was von der Landschaft zeigen, etc. Und ja, ist vielleicht auch nicht das Verkehrteste. Ja. Dann würde ich sagen, nutzen wir erstmal ein Fahrzeug. Und so, ich brauche noch einen HUD auf jeden Fall. Und ja, dann machen wir ein bisschen Sightseeing und gucken natürlich, dass wir ja, nach, wie heißt das nochmal? Nach Itakua kommen. So, da wollen wir hin und dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Problem an der Geschichte ist, ich bin hier auf jeden Fall noch zu niedrig, zu wenig Ausrüstung etc. Und da habe ich gar keine Chance. Ich hatte einfach gedacht, ich schaue mir das mal hier an und ja, guck einfach mal, wie es hier so aussieht, so von der Gegend her. Und ja, lasst sie uns wieder in Betrieb. Ja, da werden wir auf jeden Fall jetzt hier eine Menge Einsätze bekommen. Wir wollen aber schauen, dass wir hier wegkommen und unsere eigentliche Mission normal weiterspielen. Vielleicht habe ich auch Glück und finde hier einen Heli. Ihre rechte Hand ist ein Typ namens El Boquita. Mein hässlicher Arsch, der die Logistik am Boden regelt. Sie hat das Hirn, eher die Muskeln. So, das ist ein bisschen uncool hier, wie ich gerade hier durch die Gegend fahre. Aber ich versuche dann einfach mal, dass ich hier ein bisschen abkürzen kann. Und ja, wir dann weiterspielen. So, ist nur 6 Kilometer entfernt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Location nur 6 Kilometer entfernt ist. So, Video wollen wir uns jetzt nicht anschauen. Oh. Ziemlich uncool. Führer entdeckt. Machen wir dem Pisser Angst, damit er sie ein bisschen verbreitet. So, ja. Ich gucke gerade aufs HUD und sehe ungefähr, wo ich hinfahren muss. Deswegen fahre ich hier so ein bisschen querfeld ein. Da habe ich die Ausfahrt verpasst und ja. Soll uns aber nicht weiter stören. Ich fahre hier ein bisschen Kamikaze. So. Ich will jetzt kein Video schauen, ich will jetzt schnell zu unserem Einsatz kommen. Ah, da schön um die Ecke gedriftet. So. Ich bräuchte vielleicht mal ein anderes Fahrzeug. Das sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. So 6,3 Kilometer. Sehr schön. Svenio hatte einen Buchhalter namens Pulpo nach Barnechos geschickt, um Nidia Flores Bücher zu prüfen. Ich habe auf jeden Fall einiges an Strecke mit dem Heli gemacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, ich hätte jetzt natürlich auch, ja, für euch direkt zu dem ja, Auftrag fahren können, aber ich habe gedacht, so kann man auch mal ein bisschen was sehen hier. Ich habe ja auch nicht so gesehen, weil ich halt mit dem Luftfahrzeug unterwegs war und ist vielleicht auch ganz nett. So, und ja, wir sind schon im anderen Stadtteil, sehe ich gerade. Muss mal gucken, ob ich hier nicht irgendwas an Fahrzeug nehmen. So, da haben wir doch was. Nehmen wir mal den hier. Ah, habe ich jetzt ungünstig geparkt. Dann nehmen wir den anderen hier. Das war hier mit dem Van mal dahin fahren. So, jetzt muss die KI noch mitspielen. So, alle an Bord, okay.
Dann fahren wir mal mit dem Van weiter. Da haben wir schon so einen Kampfheli oben. Den kann man am Himmel sehen. Die sind ganz übel. So eine hat mich auch runtergeholt, glaube ich, mit so einem Ras. Und mit denen ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Aber das werden wir im weiteren Verlauf des Let's Play wahrscheinlich noch öfter sehen. So, ich will jetzt hier die Einführungsscreens und so weg. Ah, ist auch mal ganz chillig hier so beim Bergpass zu düsen. Sieht echt eindrucksvoll aus. Also ich weiß nicht, ich kann mich irgendwie in dem Spiel nicht satt sehen. An den ganzen Details, Lichteffekten, Wetterwechseln etc. etc. So, jetzt sind wir am Motel vorbeigedüst. Überall brennende Wracks am Straßenrand. Wie weit müssen wir eigentlich noch fahren? Okay, ist nicht mehr ganz so weit. Wir müssen natürlich wieder da unten runter. Ich bin mal gespannt, welche Kurve wir hier nehmen müssen, weil am liebsten würde ich jetzt querfeldein hier fahren, aber ist bei diesem Abhang keine gute Idee. So, da wäre ich fast vorbeigefahren. So, und dann fahren wir hier den Bergpass runter. Also nicht runter, sondern hier der Straße entlang. Roman, wir sind in Pucara. Kennen Sie diesen nervigen DJ Perico im Santa Blanca Radio? Die ISA hat den Standort seiner Hauptsendestation auf Pucara eingegeben. So. Also sollte Perico ganz in der Nähe sein. Was wollen wir von ihm? Überzeugen Sie DJ Perico mit Ihrem unwiderstehlichen Charme davon, eine Rede von Takatari zu senden. So, da haben wir uns hier so eine ganz beschissene Strecke ausgesucht. Hier geht's die Serpentinen runter. Wissen wir, wo Perico steckt? Ah, okay, sehr nervig, aber ist nicht mehr so weit. Dann sind wir gleich hier am Start. So, da müssen wir geradeaus. Okay, fast verpasst. Okay, und die Landschaft ändert sich. Wir nähern uns dem Deal. So, und da sind wir eigentlich schon da. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir jetzt hier das richtige Sicherheit? Okay. Bevor sie poliert werden. Sie lebte mit ihrer Familie. Da müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier alles? So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir zu unserem Einsatz kommen. Ja, Schalldämpfer haben wir drauf, da brauchen wir keine Einführung. Und mal gucken, was hier alles so am Start ist. Das sind die Unidad-Soldaten. Santa Blancas Abteilung für Einfluss, die Propagandamaschine. Machen wir uns mit ihren Methoden vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. So, Scharfschütze ausgeschaltet. War mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Ja, so ein bisschen geht mir zwischendurch das Gequatsche auf die Nerven. So, die dürfen keine Verstärkung holen. Mache ich mal eben im Alleingang, vielleicht funktioniert's. Okay. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. So, ging ganz easy eigentlich. Scheiße, meine Nerven, Mann. Ja, habe ich mir jetzt gerade auch gedacht. Und wir haben hier Ausrüstung, oder was? Haben wir Ausrüstung? Ich will meinen Charakter jetzt hier nicht anpassen. Was haben wir denn hier Neues? Ich verstehe das manchmal hier noch nicht so ganz mit dem Ausrüstungsmenü. Was ist denn im Gunsmith anschauen? Okay. Okay, weiß ich jetzt gar nicht, wie es funktioniert. So, ich muss mal schauen. Was ist denn hier der Auftrag gewesen?
Beschaffen Sie Informationen, um Rebellenoperationen, Nachschub, Überfälle, Ausrüstung oder Orden zu finden. Ist das überhaupt der richtige? Ne, hier einen Fertigkeitenpunkt kann ich hier einsacken. Den will ich mir auch auf jeden Fall holen. Da ist deine Kartellauszeichnung. Wird wahrscheinlich hier oben sein. Ja, genau. So, die nehmen wir natürlich mit. Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung oder von der Air Force oder so. Dann werde ich mal wechseln auf das Sniper-Gewehr. So, und jetzt wird es hier ungemütlich. Ja, von wo kommt das hier? Ja. Da. So, Nummer 1 ist erledigt. Oh. Okay. Oh, geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Oh, da kommen wieder Verstärkungen. Ah, da ist noch ein Heli. Ich muss auf jeden Fall aufpassen hier. Was ist denn mit dem? Kommt der nicht mehr raus oder was? Verluste. Boah. Von wo schießen die? Ja, er rückt jetzt auch vor. Ich hab dich, halt einfach durch. Gefällt mir gar nicht. Ah, das gefällt mir auch nicht. Warum habe ich meine Waffe gewechselt? So, jetzt wird es hier sehr ungemütlich. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Oh, der ist mutig. Den werde ich aber gleich mit einem Headshot oder so killen. Der wird jetzt hier auftauchen. Okay. So, da kommt noch mehr. Boah, Wespennest hier. Oh, wo sind die? Gehen die mir auf die Nerven? Ah. Okay, wie viele Autos kommen denn hier noch? So, ich muss auf jeden Fall hier abdüsen. Wir nehmen am besten den Heli und verschwinden hier. Würde ich glatt behaupten. Wo war der Heli? Ah, hier ist der Heli. Wir werden hier abdüsen. Da werden wir den Nachschub markieren und dann hier schleunigst verschwinden. So, 5 Fertigkeiten verfügbar. Ich würde sagen, es geht in Heli. Lichter und Schalter hier drin. Dann schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Wimmelt da schon wieder von Unidad-Soldaten. So, alle an Bord und ja, wir gucken mal. Bereit? Feuer! Die sollen die von oben erschießen. Eröffne Feuer. So,
So läuft's doch. Da kommt schon wieder ein Auto. Dann werde ich mal schauen, dass ich den auch noch... Ach, da unten eliminiere. Kreisen wir mal ein bisschen und gucken, dass die Jungs hier nicht mehr lange zu leben haben. Und das funktioniert auch ganz gut. Hätte ich vorher schon mal vielleicht machen können. Gibt auf jeden Fall ja, Punkte. So, wo schießt er denn drauf? Ah, da gibt es schon wieder ein Fahrzeug. Boah, hier kommen übelst viele Unidad-Patrouillen. So, jetzt muss ich auch abhauen. Der Heliqualm. Das ist keine coole Sache. Über den Berg. So. Ich würde sagen, ja. So, die Feinde haben das Gebiet verlassen. Wir sind die Feinde in diesem Fall. Und ich werde jetzt mal hier quasi notlanden. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieses Videos. Ich werde jetzt hier einfach mal stehen bleiben. Am besten, bevor wir hier noch ja, explodieren oder sterben oder sonst irgendwas. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. War heute mal eine bisschen andere Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, was hier sonst noch so los ist. Und in der nächsten Folge werden wir natürlich wieder richtig Gas geben und die, ja, die Aufträge hier weiter ausführen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch mein Kanal generell gefällt, schaut auch mal in die anderen Videos. Würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo eurerseits freuen. Und ansonsten, ich bin jetzt raus und eventuell sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!